Hi Leute, Yua Studio hier und herzlich willkommen zu meinem ersten Kochtutorial, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, heute werden wir, wie ihr es vielleicht schon oben in der Überschrift gelesen habt, leckere Yam-Yam-Rühreier machen. Ja, was brauchen wir dazu? An Zutaten brauchen wir Eier, nicht 6 Stück, ich nehme Bio-Eier, sondern 2 reichen, je nachdem wie viel Hunger ihr habt. Dann Petersilie, ich nehme hier tiefgefrorene, weil im Moment ist es ja Winter draußen. Und da wächst bei uns im Garten nichts mehr. Dann braucht ihr eine Zwiebel, ein bisschen Schlagsahne und Öl. So. An Werkzeugen oder Utensilien, sage ich mal, brauchen wir erstmal eine Schüssel zum Verrühren, einen Pfannenwender, einen Schneebesen, einen Kochlöffel und ein Messer. Ja, fangen wir an. Zuerst einmal erhitzt ihr die Platte auf mittlere Hitze. Ihr gebt etwas Öl hinzu und schwenkt es so hin und her, dass sich das Öl schön in der Pfanne verteilt. Kümmern wir uns jetzt um das Rührei. Dafür nehmen wir eine Schüssel, nehmen uns 2 oder ein Ei, ich nehme 1, ich bin nur eine Person, schlagen das auf und verrühren das Ganze einmal. Schön schaumig aufschlagen, sodass auch etwas Luft dazwischen kommt. So, jetzt kommt etwas Sahne hinzu. So. Und ihr verrührt das weiter. Schön luftig. Jetzt noch etwas Petersilie hinzu. Ich nehme ein bisschen mehr, ich mag das eigentlich ganz gerne. Wenn ihr noch mehr Videos zu Rühreiern haben wollt, mit anderen Zutaten oder vegetarisches Rührei oder halt nicht vegetarisches Rührei, schreibt mir einfach in die Kommentare oder eine PM und dann versuche ich das einzurichten. So. Verrühren wir das schon. Am Ende sollte das ungefähr so aussehen. Ihr könnt natürlich nicht nur Petersilie nehmen, sondern es gibt auch von der Marke, von der ich hier auch die Petersilie habe, eine 8-Kräuter-Mischung. Die ist sehr lecker. So. Oder halt Schnittlauch. Nehme auch viele. Ich nehme aber am liebsten, wenn ich welche nehme, frischen aus dem Garten. So. Jetzt nehme ich mir die Zwiebel und schneide davon ein bisschen in die Pfanne. So, es ist schon warm. Jetzt schneide ich die Zwiebel da rein. Und lasse die ein bisschen andünsten. Ihr solltet jetzt am besten die Dunstabzugshaube anmachen. Ich mache es jetzt nicht, weil ihr mich sonst nicht versteht. Dass später sonst nochmal hinterher nochmal neu sprechen müsste. So, ich habe jetzt nicht so eine große Menge, deshalb es war ein bisschen zu viel Öl vielleicht. Deshalb mache ich das hier jetzt ein bisschen alles in der Mitte. Oder ziemlich schön auf einen Punkt. So, wichtig ist jetzt dabei, dass ihr beachtet, dass die Platte schon schön warm ist, wenn ihr das Ei dazu gibt. Also sonst vermischt es sich mit dem Öl und das schmeckt richtig exkrementig.
Also nicht gut. Also lass es lieber. So. Was ihr auch noch machen könnt, aber das zeige ich, wollte ich euch eigentlich in einem späteren Video zeigen. Mache ich hier nach jetzt noch eins. Sind, wenn ihr dazu noch ein paar Nüsse gibt, das ist was ganz Neues. Zu den Zwiebeln einfach noch ein paar Nüsse. Nicht so viele vielleicht, wie ich gerade jetzt in meiner Hand habe. Und dazu geben, schmeckt total lecker. So. Wichtig, dass das wirklich nur bei mittlerer Hitze bratet. So. Ist natürlich, ist eigentlich egal, was für Zwiebeln ihr nehmt. Ich bevorzuge eigentlich die, sag mal, wie heißen das schnell? Die, rot- oder lila-weißen. Ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Die schmecken eigentlich besser, aber ich hatte jetzt gerade keine anderen. So, wenn ihr es jetzt merkt, dass das an manchen Stellen, da kann es schon braun wird, das soll er hinzugeben. Ich gebe das jetzt hier noch auf eine Stelle, wo nicht sehr viel Öl ist. Da mache ich auch meine Zwiebeln hin. Hier an manchen Stellen vermischt es sich noch, das ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Jetzt nehme ich den Kochlöffel und wende das alles mit dem Kochlöffel. Je vorsichtiger ihr seid, desto gröbere Stücke gibt das. Am Rand bin ich immer ein bisschen vorsichtig, dass ich nicht so viel Öl damit reinziehe. Seht ihr so besser? Keine Ahnung. So sieht das auf jeden Fall aus. Jetzt ist vielleicht ein bisschen, jetzt sieht es sehr weiß aus bei euch. Sollte das eigentlich jetzt nicht weiß aussehen. Jetzt ist jetzt schön gelblich. Jetzt kann ich die Platte auch ausdrehen. Halt sowieso noch nach. Hole mir jetzt einen schönen Teller. Und packe mir das Rührei da drauf. Ist ein bisschen fettig geworden. Mal klappt Rührei bei mir richtig gut, dann wieder richtig schlecht. Keine Ahnung, woran es liegt. So, jetzt, das habe ich natürlich vorhin vergessen zu sagen. Nicht vergessen, aber ich dachte, es war selbstverständlich, aber ich sage es lieber trotzdem nochmal. Würzen. Manche mögen es nur mit Salz, manche nur mit Pfeffer, manche mit Salz und Pfeffer, manche mit Curry. Auf jeden Fall, ich würze mir das jetzt. So wie ich das gerne mag. Könnt ihr noch schön anrichten. Muss aber nicht sein. Ja, und dann wünsche ich euch guten Appetit bei eurem Rührei.